Wollt ihr wissen, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe? Das seht ihr gleich. Heute am Sonntag war wieder ein Flohmarkt, sogar bei mir in der Nähe, in der Nähe, knapp 500 Meter von mir entfernt, also schon im Stadtzentrum. Der hat jetzt auch, kann ich sagen, seit 2,5 Jahren fast keiner stattgefunden. Und wir haben uns, also ich und mein Bruder haben uns sehr gefreut, dass der mal wieder stattgefunden hat. War gegenüber dem letzten vor knapp 3 Jahren, wo er da auch an der gleichen Location war, nicht ganz so groß, aber trotzdem sehr, sehr viele, nur Privatleute, das macht das so schön aus. Kinder und Flohmarkt halt auch, obwohl diesmal war mehr Trödel, Kinderkram war auch da. Es war eine ganze Menge da. Nicht so viel, wie ich gedacht habe. Zum Beispiel kann ich schon gleich sagen, so richtig Toys haben wir nicht gefunden. War natürlich, war zwar eine Menge Playmobil, Lego, Power Patrol, so modernere Sachen, aber so dem, was Retro-Kram betrifft, fast nichts dabei. Und seltsamerweise auch nicht sowas wie die Origins von Mars of the Universe, die neuen Transformers-Figuren, Pokémon, alles, was so gerade aktuell sogar neu in den Läden gibt, findet man fast gar nicht. Also ist schon seltsam. Aber unabhängig davon, wir haben eine ganze Menge gefunden. Aber bevor ich dazu komme, will ich 2 Sachen zeigen. Ist im Endeffekt wie Flohmarkt. Auch, weil es war ein Kellerfund. Ich habe 2 Teile im Keller gefunden bei einem Freund von mir. Der mistet gerade seine Sammlung aus. Er löst eine komplette Sammlung an Erwachsenenspielzeug aus. Ja, keine Sexspielzeug, nein. Eisenbahn. Es geht um H0-Eisenbahn, die der auflöst. Da interessiert mich auch fast gar nichts. Aber als wir dann durchgegangen sind und ich helfe mir mal dabei, dann gab es 2 schöne Sachen zu finden. Und zwar habe ich bei ihm im Keller den Bastelsatz von ATM von Deep Space Nine von der Runabout gefunden. Den hat er angefangen zu basteln, also ein Teil ist hier schon gebastelt gewesen. Und dann hat er aufgegeben, weil es war ihm doch zu kompliziert. Ist sogar ein ganz gefragter Bastelsatz von Deep Space Nine, hätte ich nicht gedacht. Und ist eine ganz witzige Sache. Naja, wollte ich euch auch mal zeigen. Wird jetzt nicht in meiner Sammlung bleiben, aber ja, wie gesagt, geht raus. Ich werde das wahrscheinlich irgendwie in gute Hände weitergeben und dann bekommt mein Kollege auch so ein bisschen was, weil er auch einige Kosten decken möchte und ein paar Renovierungen anstehen. Also, ihr kennt das ja auch, wenn man seine Sache auflöst. Und das zweite, was ich da entdeckt habe, ist von MB-Spiele von 1994, glaube ich. Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Ein interaktives Game. Könnt ihr sehen. Oh, falsch rum. So sieht's aus. Richtig schönes Spiel. Und das Ding ist wie geleckt. Also, er hat das ausgepackt vielleicht hier von dem und das war's. Und hier unter, Aufkleber, Pappen, alles ist noch wie neu. Also absoluter Traumzustand. Ja, braucht er auch nicht mehr. Habe ich mitgenommen, um es auch wieder in gute Hände zu gehen. Ja, und ich wollte euch auch einfach mal zeigen. Ja, also die beiden werden abzugeben sein. Ja, und jetzt kommen wir aber zu den Dingen, die ich auch für mich und meinen Bruder gefunden habe. Ja, womit fange ich denn an? Ja, am besten mit Film. Wir haben eine ganze Menge Blu-rays gefunden, die unsere DVD-Sammlung zum größten Teil upgraden. Ich habe dir jetzt durch Saubermachen ein bisschen kombiniert. Jede Blu-ray, ja, es war so zwischen 1 Euro und 3 Euro, kann man sagen, haben die gekostet, obwohl nur so die Preisspanne zu sagen, die meisten waren so um die 1 Euro, 1,50 Euro, weil wir haben auch einen Bundle genommen. So, aber es sind eine ganze Menge cooler Sachen dabei und die wollte ich euch natürlich zeigen. Und zwar haben wir einmal Cloverfield, dann packen wir da ein. Dann ein echter Kultfilm aus den 80ern, Lisa, der helle Wahnsinn. Auch eine Blu-ray, die gar nicht mehr so einfach zu finden ist oder auch schon relativ teuer, weil es halt ein Kultfilm ist. Mit Kelly Lee Brook als Lisa und ein, ja, da spielt auch, wie hieß er jetzt, kommt er. Jetzt komme ich auf den Schauspieler nicht.
Den Bruder vom Hauptcharakter spielt Bill Paxton. Jetzt komme ich drauf. Bill Paxton, bekannt auch aus Alien. So, dann haben wir hier Hotshots, der zweite Versuch noch zielt mit Charlie Sheen. Absolute Kultkomödie, auch der erste Teil. Mega. Etwas neuer, Blake Lively. Lively. The Shallows, auch ein richtig guter Thriller da, um Hai-Angriff, den sie versucht, oder angegriffen wird. Sie ist der Surferin, wird angegriffen vom Hai, muss sich in Sicherheit bringen. Richtig spannend. Ist eben die Ehefrau von Ryan Reynolds, die da mal in der Solo-Rolle brilliert. Richtig guter Film. Dann auch ein Kultklassiker, habe ich selbst damals im Kino gesehen und das ist ein Upgrade von meiner DVD. Sudden Death mit Jean-Claude Van Damme. Gleiches gilt für Small Soldier. Auch ein klasse Film von Joe Dante, der ja auch Gremlins gemacht hat. Habe ich damals auch im Kino gesehen. Absoluter, genialer, kann man sagen, Parodie auf Actionfiguren, ein bisschen mit Grusel. Richtig spannend und sehr sarkastisch. Auch einer, der noch sealed ist. Exposed, blutige Offenbarung mit Keanu Reeves und Anna, wie hieß sie noch? De Armas, die auch in Knives Out und James Bond No Time to Die mitgespielt hat. Richtig gut. Wie der Film ist, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ein Kultklassiker, Darkman von Sam Raimi mit Liam Neeson. Absoluter Kult, Superheldenfilm von ihm. Ja, musste auch sein. Das ist ein schönes Upgrade, weil man hat ihn auf Blu-ray. Ähnliches auch jetzt kommt, erste Staffel Game of Thrones auf Blu-ray. Die anderen habe ich alle auf Blu-ray mittlerweile, nur nicht Staffel 1, die war noch auf DVD, somit habe ich ein schönes Upgrade. Dann hier auch die Extended Edition von Chronicle, wozu bist du fähig, auch so ein Science-Fiction-Film von Josh Trank, der ja auch eigentlich einen Star Wars, glaube ich, sogar Regie führen wollte, aber nie dazu gekommen ist. Er sollte, glaube ich, Episode 8 machen. Das hat ja dann Rian Johnson gemacht, aber die waren dann nie zufrieden mit seinen Ideen, also es kam es nicht dazu. So, dann haben wir hier den neuen Power Rangers Film. Musste auch sein. Wie gesagt, waren alle günstig. Hier ein Upgrade für einen Horrorfilm, kein schlechter, auch ziemlich unterschätzt. Ghost Ship, auch ein Upgrade von Blu-ray auf DVD. Der Diamantenkopf mit Martin Lawrence, richtig gute Komödie. Läuft auch oft im Fernsehen, also aber richtig gut. Und was ich jetzt hier habe, kenne ich nicht den Film mit Ryan Reynolds und Ben Mendelsohn, der ja auch in Star Wars Rogue One mitgespielt hat. Dirty Trip. So eine Drama, Komödie, Romanze, sag ich mal grob, wird's wohl sein. Ja, das waren die Filme waren es noch nicht. Dann kommt noch eine DVD-Serie und zwar die komplette Serie von Moonlight, so eine Vampir- Serie fand mein Bruder interessant und hat auch, wie gesagt, 2 Euro gekostet. Ja, dann haben wir ein Buch gefunden. Abenteuer im Lego-Weltraum. Abenteuer im Lego-Weltraum, das ist, ja, weiß ich gar nicht, also genau, kennen tue ich es nicht, aber das ist so ein halt Geschichten oder eine Geschichte, wie wo erzählt wird und man kann sich dann diese Raumfahrzeuge selbst zusammenbauen. So Baupläne drin, auch von diesen Fahrzeugen. Jetzt hier kann man so einen Roboter bauen und dann oder ein Raumschiff, ein kleines, da ist ein Bauplan mit drin. Sehr, sehr interessant. Hat mein Bruder entdeckt, ist von Ravensburger. Hat da, glaube ich, 2 Euro für bezahlt, also kann man gar nichts zu sagen. Dann für hier, ich glaube, für 1 Euro und 50 Cent einmal, 50 Cent musste ich mir mitnehmen. 3 Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall, so ein kleines Schildchen und ein Batman-Auto von dem Burton Batman von Oertel, ein US-Fabrikat und das ist wirklich von 1989, hat 1 Euro gekostet. Ja, ich habe mir das Beste ausgesucht, der hat ja mehrere, aber das Beste musste in die Sammlung. Ja, dann kam ein Manga. Und zwar Fullmetal Alchemist Nummer 19, das war das Einzige, was der hatte da. Die Serie sammle ich nebenbei, habe 5 Stück oder so, jetzt habe ich hier Nummer 6, glaube ich. Ja, gut. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ja, warum nicht mitnehmen, wenn man ihn das schon findet.
So, dann habe ich eine ganze Menge an... Nee, machen wir noch eine Sache, bevor ich das mache. Nehme ich jetzt hier mal kurz runter. Ich habe ein paar Hörspielkassetten gefunden, aber das zeige ich euch noch nicht. Dann habe ich aus den 90ern einen Star Wars Puzzle gefunden. Mit einem schönen Motiv. Jetzt 60 Puzzleteile, nichts Weltbewegendes. Es ist ja ein schönes Motiv einfach. Ja, kam, was habe ich? 2 Euro. Auch, wie gesagt, sehr, sehr schön und warum nicht? Das nimmt man auch gerne dann mal mit. Genau, und dann kamen Hörspielkassetten. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache, weil ich... Wie habe ich das... Ich habe die ganz aus Versehen auseinander zusammensortiert. Also, einmal habe ich einen Heimstand gefunden für je 50 Cent Disney's Robin Hood, Disney's Bernhard und Bianca. Müssen alle noch teilweise zurückgespult werden. Und dann gab es an einem anderen Stand alles zusammen, glaube ich, für 15 Euro. War das richtig? Das sind 2, 4, 6, 7. Ja, kann man sagen, so 15 Euro. Da war noch was anderes dabei. Ich überlege gerade. Ne, von 15 Euro. Also 2 Euro das Stück. Auch 2 Disney. Und zwar einmal das Schwarze Loch. Auch noch in so einer Erstauflage. Kann man dann sehen. Dann Tron. Dann zweimal Mask, einmal hier Nummer 4, die Miniaturmaschine. Mask habe ich noch gar nicht, das sind meine ersten Mask-Hörspielkassetten, auch sehr geil. Und hier haben wir auch Mask, die Schwingungsbombe und 3 Airwolf. Und zwar 1, 2, 3, die Entführung. Und dann haben wir hier, wo sind all die Kinder hin? Nummer 2 und... Die Überläufer Nummer 3. Oh. Airwolf, muss ich sagen, habe ich so gut wie noch nie gesehen auf dem Flohmarkt, aber habe ich jetzt erstmal für mich mitgenommen. Dann habe ich noch an einem Stand für 2 Euro 4 weitere mitgenommen. Auch noch ein weiteres Disney-Hörspiel Mulan. Und dann war dabei Barbie. Nummer 7, Barbie im Fernsehen und 2 Kassetten, ja hier einmal von 87 von Remus, Mein kleines Pony. Das, weiß ich, das waren mit so einem Lesebuch dabei, sind mehr gelesene und Gummibärenbande im Einsatz. Ja, sind schon recht selten diese Sachen, deswegen habe ich sie auch mitgenommen, wie gesagt, war ein super Preis. Warum nicht? So, und jetzt kommen wir zu Computerspielen, darauf habt ihr doch alle gewartet. Und da haben wir auch ein bisschen was gefunden. Ich fange nicht mit Highlights an, obwohl alles irgendwie gefühlt Highlights sind. Für 1,50 Euro habe ich nur das Modul für den Game Boy Advance mitgenommen. Prince of Persia, Sand of Time. Und das hat 10 Euro gekostet, hat mein Bruder mitgenommen. Der Spieleberater des Super Game Boy von Nintendo für einen Zehner. Guten Zustand und war schön in der Tüte gepackt. Der hat wesen mitgedacht. Das sieht man so ganz gerne. Ja, dann war ich an einem Stand, da habe ich PC Big Box Spiele gefunden. Ich mag auch ja, PC Spiele, ältere und deswegen habe ich sie mitgenommen. Das sind 5 Stück an der Zahl. Die wusste nicht, was ich dafür ausgeben wollte oder was ich bezahlen sollte. Es ist ja diese übliche Frage, ja, was würden Sie dafür geben? Und ich habe dann so gesagt, ich bezahle manchmal für die Big Box so zwischen 1 und 2 Euro. Und dann sagte sie mir, ja, wenn du alle 5 nimmst, die gehen 1 Euro. Dann habe ich für 5 Euro dann 5 Big Boxen für PC mitgenommen oder PC-Spielen. Richtig coole Sachen. Einmal das Spiel Schleichfahrt, auch so ein Action-RPG. Wie kann man das bei uns beschreiben? Ein bisschen Actionspiel, aber auch so ein bisschen Strategie, so ein bisschen Wing Commander kann man auch sagen, unter Wasser. Richtig cool. Na, die Hülle ist leider sehr empfindlich, das ist das einzige bisschen schwierige. Und dann haben wir hier, die sind alle vollständig und auch in gutem Zustand. Siedler 2, auch cool, hatten wir noch so gar nicht in dieser Sammlung teilweise. Dann habe ich hier Tomb Raider 1 in der normalen Edition. Ein Klassiker schlechthin kommt als letztes.
Dann habe ich noch gefunden, da auch Need for Speed. Das ist jetzt hier Need for Speed 2 Special Edition. Sieht man auch selten, sieht richtig geil aus, so mit dem goldenen. Also kann man echt nichts gegen sagen. Und dann, da konnte ich überhaupt nicht widerstehen, Grim Fandango. Ich als großer LucasArts Adventure Spieler kann das nicht liegen lassen. Ein großes, ja, ein Klassiker. Ich habe das Spiel zwar auch schon, aber es ist in sehr gutem Zustand. Mal sehen, ob es für mich ein Upgrade bedeutet. Auf jeden Fall, das durfte einfach nicht da liegen bleiben. So, dann habe ich noch ein paar Spiele gefunden. Und zwar war das alles bei einem Stand, obwohl es in der zweiten Runde mitgenommen wurde. Und ich überlege gerade, wir haben bezahlt insgesamt, ja, 43 Euro. 43 Euro zusammen für das Gesamte. 43 Euro für das Gesamte. Und das kann sich echt sehen lassen. Als erstes ein VR-Spiel für die PlayStation 4 zu Until Dawn Rush of Blood. Ja, auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel. Dann, dass für euch die Highlights dann noch kommen, PlayStation 2 Half-Life. Das war 3 Euro, das haben wir in der zweiten Runde doch noch mitgenommen. Mein Bruder hat das immer für PC gespielt, hat überlegt, irgendwie kann er das auch mal für die Konsole mitnehmen. Ist man was anderes, auch mal so, weil man Klassiker sind Klassiker. So, und dann kommt das etwas, wo ich sage, das war doch ein Schnapper. Weil das, wenn man so will, nur für 35 Euro, so war erst die Sache. Und dann wurde das PlayStation 4 Spiel noch mit draufgepackt für 40, weil das hatte mein Bruder ausgehandelt. Ich habe das ausgehandelt. Und zwar habe ich Dreamcast-Spiele mitgenommen. Und zwar, ihr könnt es selbst beurteilen, sind alle vollständig. Die Höhlen, 2 Höhlen sind ein bisschen angeknackst, aber ansonsten perfekt. Fast perfekt. Und zwar einmal Resident Evil 3. Hier ist, ihr seht fast schon, ich spoiler schon. Das Einzige, was jetzt hier leider ist, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, oder wie seht ihr das? Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Das Handbuch wurde in Folie eingeschlagen, sehr, sehr ordentlich, so wie wir früher Schulbücher eingeschlagen haben. Ja, also das ist der einzige Unterschied hier. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil es bleibt in meiner Sammlung. Ist mal was anderes, das habe ich noch nicht so erlebt, aber richtig gut. Wie gesagt, all das und ihr seht schon hier, Resident Evil Code Veronica war auch dabei und Shenmue 1. Dieser große Edition, der Schuber ist sehr mitgenommen, aber noch dabei. Die CD ist alles top. Handbücher dabei, eine Hülle angeknackst, leicht oben. Aber ansonsten perfekt. Ja, und das alles für sage und schreibe 35 Euro. Da hat sich die Sammlung doch ein bisschen verbessert. Ja, das war die Flohmarktausbeute. Das Ganze, ich habe das jetzt zu einem hübschen Video hoffentlich zusammengefasst. Ja. Wenn euch was gefallen hat, ich freue mich, dass ein Like-Button ist da, einfach um zu bestätigen, ihr habt es gesehen. Ja, wenn es negativ, wenn ihr sagt, mag ich nicht, ist nur erlaubt, wenn ihr sagt, was ihr nicht mögt. So, das sage ich von jetzt aus. Das ist meine Entscheidung. Ihr dürft nur disliken, wenn ihr mir auch sagt, warum. Ja, ich wundere mich immer, dass bei den meisten Flohmarkt-Videos ein Dislike dabei ist. Oder so, oder zwei. Und ich frage mich dann, wieso. Ich zeige nur Sachen, was ich gefunden habe und das war's. Deswegen, das ist so eine Frage, die man sich immer dann stellt. Egal. Ansonsten freue ich mich über jedes Like. Kommentare auf jeden Fall. Sprecht mit mir. Wir haben ja so ein paar Leute, mit denen ich mich gerne austausche über diese Sachen und auch über was echt Spaß macht, mit euch zu sprechen. Also nochmal danke für diese Kommentare. Ja, schreibt mir, was ihr gefunden, was ihr dazu denkt und was ist euer Highlight. Wenn ich so überlege, mein Highlight hier raus ist auch, ich schwanke, sage ich ganz ehrlich, zwischen dem Grim Fandango, auch wenn ich schon in der Sammlung habe, aber weil das so einen nostalgischen Wert hat, zu den Dreamcast-Spielen. Aber Dreamcast-Spiele ist, glaube ich, der größte Schnapper, wenn man es so will. Dass man sowas noch macht, finde ich echt klasse. Ansonsten, das war's jetzt. Ich mache noch mal ein paar Einzelaufnahmen von dem ganzen Funden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich am Mittwoch mit einem anderen Video, also lasst euch gespannt sein. Ich werde versuchen wahrscheinlich, dass ich sonntags, wenn ich nach Flohmärkten gehe, dann zeige ich euch die Sachen. Ich versuche sie auch am Sonntag noch zu zeigen. Es wird nicht immer leicht sein, weil man weiß ja nicht, ob ich die Zeit danach habe oder ob ich unterwegs bin. Wenn man mal, die nächste Woche ist ein Flohmarkt, wenn der hoffentlich stattfindet, ist etwas weiter weg.
da weiß ich natürlich nicht, wann ich dazu komme, das Video auch fertig zu machen. Deswegen, ihr werdet Sonntag auf jeden Fall mal ein Video haben. Ich habe noch ein paar Unboxings und Pickups, glaube ich. Da gibt es noch ein bisschen was, was ich neu habe. Das kann ich euch dann zeigen als Ausgleich. Ich erzähle es jetzt einfach mal so. Ansonsten werde ich wahrscheinlich ein Let's View wieder am Mittwoch bringen. Und ich habe schon viel zu viel gelabert. Das soll es gewesen sein. Noch ein paar Schlusseindrücke und bis zum nächsten Mal. Thank you.